Fotoalbum ist nämlich ganz halt neu. So, wunderbar, Leute. Hallo. So, online. Hallo Sachshorn, hallo Kevin, hallo Matthias Kronberg, hallo Olli. Leute, das lohnt sich. Kleiner Ort. Mir wurde gesagt, hier ist in der Regel nie unter 500 Leute. Das war ein Geheimtipp. Das ist meine Überraschung Nummer 2 in Folge. Ton müsste da sein. Hallo Thomas Leister. So. Dankeschön, Bilder und Top. Super. So, Leutchen. Wir befinden uns heute in Altenburg. In Thüringen, Landkreis Altenburger Land. Ein kleines, gemütliches Städtchen. Der tiefsten Osten bringt aber eine Menge Teilnehmer auf die Straße. Also mir hat gerade ein Teilnehmer gesagt, um Gott vorher gesprochen haben, die haben in der Regel nie unter 500 Leute. Also, für einen kleinen Ort ist das Hammer. Das war ein Geheimtipp. Wurde mir wärmstens ans Herz gelegt in Leipzig. Und deswegen bin ich heute hier. Das ist mein Überraschungsstream Nummer 2 heute. Vorgestern war es ja noch Aschaffenburg. Trommler sind da. Ich bin mal gespannt, wie wir heute werden. Der Trommel ist eins, die kenne ich doch. Die Weste kenne ich doch, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Da. Hallo. Nein, ich ziehe nicht in den Osten. Ich streame nur in Osten. Außerdem streame ich ja nicht nur in Osten. Wo war ich denn? Vor 2 Tagen? Da war ich in Aschaffenburg, da war ich in Bayern, da war ich im Westen. Nein, ich werd ganz Deutschland streamen. So, Leutchen, das sieht gut aus, ne? So, Leute, halt, haut raus. Hier war schon lange kein Streamer mehr. Dabei haben die richtig Leute hier. So. Er sagt, für diesen Stream bin ich heute 8 Stunden angereist, von Frankfurt am Main. Nein, eigentlich 9, genau gesagt. Aber egal. So. So. Man sieht, wir sammeln uns, 8 zur Sammelphase. Wir haben dann nicht mal 18 Uhr. Na, gleich. So, lass uns überraschen. Wie gesagt, Ende der Woche bin ich ja wieder in NRW. Weil wenn NRW erwacht wird, läuft, dann bin ich auch dabei. Darauf werde ich in der auffolgenden Montag natürlich dann auch Hattingen wieder streamen.
Und dann sehe ich weiter. So. So. Hallo. Ich bin der Kevin. YouTube, der liebe Kevin Knife. So. Du sagst, die Leute sammeln sich ja auf dem gesamten Platz zwischen Marktplatz und dieser Kirche da. Das Sammelplatz hier. Die stehen ja auf allen Seiten, allen Ecken. Also für den 1.9. das fixen wir nochmal separat. Das ist ein bisschen so weit vorausgegriffen. Das merke ich mir nicht. Am 8.5. habe ich nochmal eine Überraschung, wo ich streame. Lasst euch überraschen, wo. Ob das eine große oder klein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da was Neues kommt. Irgendeine Umstrukturierung. Die Demo muss von außen länger, aber die haben umstrukturiert. Mal schauen wir mal. Da wurde ich halt herzlichst eingeladen, nehme ich natürlich gerne an. Aber ich verrate noch nicht wo, das ist die Überraschung. Die muss ich mir immer wahren. So. Ja, Gera geht's gut. So laut meiner Betreuung geht's ja wunderbar. So Leute, haut raus. Montagstream. In Altenburg. Was ganz Besonderes. Verdammt viele Leute. Übrigens sind die überall verteilt. Man muss echt mal gucken. Guck mal, die laufen hier, die stehen da vorne schon. Die stehen hier, bis da hinten, da hinten, da hinten und es werden mehr. Also ich habe mich jetzt mit ein paar Leuten unterhalten und die haben mir gesagt, also da sind immer mehrere hundert, die hier laufen. In der Regel nie unter 500 und das für so einen kleinen Ort wie Altenburg. War ein Geheimtipp. Also Leute, haut raus, teilweise das Zeug hält. Wetter ist heute dank des Gewitters etwas abgekühlt, also heute am Handy nicht wegen Hitzeproblem abkacken. Auch schon mal gut. Geil. Gefällt mir schon mal. Kannst du deinen Film dann mit angucken? Ist gerade live auf YouTube, der liebe Kevin Live. Wie? Auf YouTube, der liebe Kevin Live. Alles klar, ist okay. Okay, ein bisschen weniger. Finde ich gut, keine großen Reden, direkt los was hier. Klasse. Leute, teilt, haut raus. Altenburg ist selten irgendwo ein Stream. Leute, zwischen den Dreh aus Aschaffenburg und in Altenburg liegen 9 Stunden Zugfahrt. Ne, 10 Stunden genauer gesagt.
Oh, blöde Frage, um was geht's heute? Spare die Frage. Bitte eine Frage, kriegst du heute mal einen 5-Minuten-Band. Dankeschön. Einmal Drehtür. Begleitet wurde die Demo von einem Polizisten, ne zwei, einer fährt das Auto, der andere läuft und einer von Ordnungsamt. Das ist die gesamte Begleitung der Demo. Wow. Thank you.
steht noch ein Polizeiauto. Noch ein Polizeiauto. Also insgesamt 3 Beamte und 1 Ordnungsamtmitarbeiter begleiten die ganze Demo. Okay. So.
Leute, kriege ich mal meine 4000 Abo, das ist voll. Leute, Zeit haut raus, was das Zeug hält. Altenberg war ein Geheimtipp. So, wir haben es empfohlen. Und wurde sehr selten gestreamt. Eigentlich fast gar nicht. Ich glaube, der erste Streamer hier. Ich glaube, seit 4 Jahren. Hallo Ignaz. Welche Fernsehagentur bist du? Ich bin YouTuber, der liebe Kevin Live. Kevin Live? Der liebe Kevin Live, auf allen Demos. Immer live am Stream, jede Woche. Mehrere. Und dank Leuchtartikel jetzt ist es jetzt bundesweit. Ich sag, Altenburg war ein Tipp aus Leipzig und dachte ich, ey, die haben gesagt, ey, komm mal nach Altenburg, schau dir das da mal an, geh da mal streamen und dann hat er, okay. Sind heute nicht ganz so viele. Ja, Leipzig besteht aus 2 Gruppen, ich weiß. Die haben sich gespalten. Ich war letztes Mal da.
jetzt gar nicht. Halt rein. Aktuell 180. Also ich habe nicht gezählt, aber... Telegram übrigens auch. Bitte? Da ist mein Telegram übrigens auch.
bin sehr zufrieden. Ich auch. Ja. Dunkel.
Marie. Ja, Bad Demos ist eine Kenne auf Sack. Und sehr kreativ und sehr reiselustig. Und weil die Demos, die ich jetzt hier mache, wie in Altenburg zum Beispiel, da sind Demos, die sind nicht mehr so einfach für mich zu organisieren, sag mal so einfach wie Demos in NRW, wo ich hinterher nach Hause kann. Hier muss ich auch mal eine Unterkunft organisieren und so weiter und so fort. Also mir das zu streamen, ist viel mehr Aufwand nötig. Von der Reiserei rede ich erst gar nicht. Also dass hier, das hier machen kann, passiert im Vorfeld eine ganze Menge. Und eine ganze Menge Leute reißen für mich den Arsch auf im Hintergrund. Warum soll ich den Park schaffen? Das ist heute eine Frage. Frage, einmal Drehtür, Timeout, 5 Minuten, Atatürk. Dankeschön, könnt ihr Gavin mit dem Club Drehtür, der passt einfach bei 5 Minuten Band. Ja, hat sie.
als Helfer warst du damals dabei, um das so zu beurteilen? Naja. War nur eine Frage. Frag für einen Freund. Ja, die muss mal aktiv werden, ja. Es regnet. Regenschirm raus, ganz schnell. Ganz schnell. Meine Technik darf ich nass färben. Ich bin Vergnügen dagegen, viel zu warm. Ich würde mir am liebsten nass regnen lassen. Aber meine Technik will er nicht bespielen. Geh auf, Regenschirm. Moment. So. So, wie man sich Kevin gut vorbereitet. Unterwegs hat man alles dabei, auch Regenschirm, auch wenn es regnet. Aber man weiß ja nie. Guck mal, wie heute. Genau, sag auch mal was. Genau, mach deinen Mund auf, hat auch was zu sagen, ne? Genau, richtig so. Die Hunde haben auch ihre Meinung. Ja, jetzt nehme ich an meinen Hund. Wasser von oben geht gar nicht. Bitte ja, langsam gibt es eine Abkühlung. Wo ich hier ankam, hat das hier gebrannt hier. Das sagt doch ganz deutlich ein Hochofen gewesen. Auf dem Weg hierher hat es mal kurz gewittert und ein bisschen geregnet. Da gab es die erste Abkühlung, dann ist eine Pause gewesen, das hängt es wieder. Aber ich finde es okay. Also Leute, bedeutet euch wissen, in Altenburg regnet es gerade. EB, du nervst langsam. Kannst du bitte mal auf deine Textblöcke da schicken? Danke. Noch einen, du kriegst auch mal eine Drehtür. Danke.
Nee, er fährt einfach nur. Du übertreibst. Altenburg bekommt gerade einen komplett neuen Bahnhof. Der wird komplett nagelneu gemacht. Also berghoch ist nichts für mich als Flachland-Tiroler. Stimmt, sehr gut.
So, das war's jetzt. So, hat mit dem Regen aufgehört, ist wunderbar. So Leute, was war einmal mit der Demo gewesen? Jetzt rauschen noch eine mit euch gemeinsam und dann ist hier Feierabend. Wie bitte? Du hast jetzt live? Was war live auf YouTube? Der liebe Kevin live. Der liebe Kevin live. So Leute, das war's. Jetzt rauchen wir noch gemeinsam eine und dann ist ja Feierabend. Wollte mal sagen, hat doch wieder gelohnt, war eine gute Entscheidung, oder? War jede Mühe wert. Zwischen dieser Demo und der in Aschaffenburg liegen 10 Stunden Fahrt. Einen Kilometer muss ich mal Google fragen. Leute, ist nur so ertragen. Jetzt hat es mal geregnet, ist kühler, aber da wird richtig schwül jetzt. Ach, ist einfach angenehmer. So. Habt ihr gut gemacht? Sehr gut. Gute Unterstützung. Leute, es war nicht einfach das organisieren, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe es hier geschafft. So, und das ist das Ergebnis, ne? Von nur vielleicht 1-10 Minuten Spaziergang. Dafür eine Menge Vorbereitung und 10 Stunden Fahrt. Naja. Aber ist okay. Ich reise der Reise blind, ne? Sag mal, ich gerne. Sag, all was ich mache, ist pure Leidenschaft. Das wollte ich nicht tun.
Das kann man wortwörtlich nehmen, ne? Ach, Leute. Ist voll entspannter Leipzig. Mit dem Kollegen, dann schlafe ich da mal wieder aus und dann sehe ich weiter. Was nur steht, ist erstmal wieder NRW erwacht und Hattingen. Nächste Woche. Da habe ich mal kurz wieder, bin ich wieder NRW. Ist das Treehaus. Schampater. Gut, Leute, ich bin jetzt noch mal raus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns bei Sicherheit beim nächsten Stream. Die eine andere Überraschung habe ich sicherlich noch parat, aber die verrate ich nicht lange vom Voraus. Das hat euch überraschen, aber Überraschung Nummer 2 hier mit Altenburg. Aschaffenburg war Überraschung Nummer 1. Ich habe noch weitere. Und es kommen noch weitere zu, ganz sicher. Wenn je weiter ich jetzt ins Land reise, je mehr Leute kenne, desto mehr Möglichkeiten kriege ich gerade. Meine Optionen, die erweitern sich gerade. Gimbel. Erweitern sich gerade. So, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Stream. Lasst euch überraschen, wann und wo. Sicher feststeht nur NRW erwacht und Hattingen am Montag. Da bin ich auf jeden Fall erstmal NRW zurück. Gut, bis dann, euer lieber Kevin.